bin fast gar nicht großartig aus diesem Gebiet hier raus, damit ich in der Nähe bin, wenn es zu weit ist, aber was machen wir denn jetzt? Wer ist denn das da? Suspect, jemand, den ich nicht kenne. Wirklich verfolge ich jetzt einfach mal. Kann aber sein, dass der im Auto fährt, dann können wir den, glaube ich, gar nicht interviewen. Aber warum nicht? Wer weiß. Tja. War das Auto schon mal schneller? Werden die langsamer, wenn sie kaputt gehen vielleicht? Das könnte schon sein. Ich überlege gerade noch immer Spiele, weil ich bin ja, wie Merlin schon gesagt hat, ich habe es ja auch schon öfter gesagt, jemand, der eher aufs Gameplay guckt. Aber es gibt ein paar Spiele, wo mich die Story wirklich so fasziniert hat. Ich meine, Deadly Premonition ist ein Fall natürlich, aber dass ich die trotzdem gerne mochte, obwohl mir das Gameplay nicht gefällt. Ist ja bei Witcher auch so. Sowas gibt es ja schon auch immer wieder. Aber mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein, aber da gibt es viele eigentlich. Oder einige. Ja, God of War 4 fand ich auch echt super. Ja, mir geht es da auch. Ich habe God of War 1 bis 3 nie gespielt. Ich kenne also die Story so von, was man hört halt. Und habe dann, also es war glaube ich wirklich lustig, weil wir haben einen neuen Fernseher gekauft und da gab es eine Playstation dazu, oder? Und dann haben wir uns gedacht, naja, aber jetzt haben wir eine Playstation 4 und haben aber gar kein Spiel. Und dann habe ich gesagt, ja, kauf doch einfach God of War 4 noch dazu. Und du wolltest erst gar nicht. Also der Sebi wollte erst gar nicht. Und dann haben wir es aber doch gekauft und dann war es erstaunlich gutes Spiel. Für uns beide. Also ich fand den super. Wir hatten davor schon eine Playstation 4, ne? die ganz alte. Das war wirklich eher so, wir stehen im Laden und kriegen jetzt noch eine Playstation 4 und dann könnte man ja auch gleich noch ein neues Spiel dazu kaufen. Wenn ja, wir Snobs kriegen noch eine Playstation 4. Aber das war wirklich im Mediamarkt so ein befristetes, super cooles Angebot. Der Fernseher war nämlich echt stark reduziert und dann noch eine Playstation 4 Slim dazu. Das war echt super. Ich glaube, ich spreng mal hier alles in die Luft. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass die Steine jetzt weggesprengt werden. Okay. Ah, Olivia, die haben wir schon kennengelernt. Die Karten sind übrigens wirklich einfach nur Collectibles. Die sind nicht mal in irgendeiner Form wichtig, glaube ich zumindest. Ich bräuchte mal wieder einen neuen Teil von Tony Hawk Pro Skater. Angeblich soll einer in Arbeit sein und bald kommen. Es kam ja, glaube ich, vor 2 Jahren oder sowas einer, der ganz, ganz, ganz katastrophal kaputt und schlecht war. Aber das soll tatsächlich, wenn denn die Gerüchte stimmen, neuer in Arbeit sein. Ich finde es echt cool. Ich meine, Tony Hawk 2 gehört schon zu den absolut coolsten Spielen ever. Oder überhaupt die Tony Hawk Spiele bis Underground. Also einschließlich Underground, finde ich. Naja, habe ich nie gespielt. Oh, der Waffenladen und die Tankstelle. Hier sind die interessanten Läden versteckt, wo wir uns die Zeit... Ah, die Tankstelle ist geschlossen. Ernsthaft? Mein Auto ist fast leer. Das ist nicht cool. Ich hoffe, der Waffenladen hat offen. Kannst du nicht einfach aussteigen, in irgendein anderes Auto steigen? Nee, ich glaube, nicht so einfach ist es nicht. Ich glaube, man kann selber ein Auto haben, aber da muss man, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wie und was genau und keine Ahnung. Und ansonsten kann man nur Polizeiautos nehmen, glaube ich. Chinas Schwamm? Was? Warum sind hier überall so kleine Doberman-Hündchen? Seltsam, seltsam. Hi, Otis. Willkommen zurück. Deine erste Playstation ist am Tag, nachdem die Garantie abläuft, kaputt gegangen. Ja, typisch. Ist echt super. Da haben wir echt Glück. Die alte Playstation von uns ist, seit wir die gekauft haben. Ich habe die nicht gleich zum Release gekauft, aber... Ja, so alt ist sie. Also, ne, die hat schon einige Jahre auf dem Buckel und funktioniert immer noch perfekt. Ich meine, die wird immer lauter und lauter, weil die Lüfter immer schlechter und schlechter und verstopfter werden mit Katzenhaaren. Aber grundsätzlich nichts, was man nicht rechnen würde. Zack, we can take a rest if you're tired.
Ja, die ganzen Läden haben noch zu. Es ist wirklich nervig. Ich hätte im Hotel länger schlafen sollen. Ich hätte mich gleich nochmal hinlegen sollen. Das hilft jetzt nichts. Dann fahren wir jetzt zurück. Nee, das ist auch eine blöde Idee. Ich weiß wirklich nicht, was wir jetzt machen, um die Stunde totzuschlagen. Das ist echt blöd. Ich glaube, das Spiel will einem hier wirklich dazu motivieren, ein bisschen selbstständig zu erkunden und so weiter. Aber jetzt wegen 50 Minuten Ingame-Zeit zurück zum Hotel fahren. Nee, wir können ja gar nicht schlafen. Das stimmt. Sind die Hände gebunden. Dann fahre ich jetzt zu unserem Missionsziel und dann chatten wir einfach. Dann unterhalten wir uns, bis es soweit ist. Oder ich komme nach einer Angelstelle vorbei. Dann nehmen wir die Karte hier mit. Und da ist eine Angelstelle. Perfekt, dann machen wir das. Nehmen wir jetzt noch eine Sammelkarte und dann gehen wir angeln. Das ist eine gute Idee. Ah ja, natürlich, Xenoblade Chronicles. Das ist jetzt auch bald, glaube ich, oder lang dauert es nicht mehr, quasi wieder re-released wird, die HD-Version oder sowas für die Switch. Das habe ich selber nie gespielt. Jack, da habe ich mir auf YouTube, weil ich so oft gehört habe, wie gut es ist, just think of talking in front of all those people. Angeguckt. Oh, Jack the Raging Bull. Bin schon gespannt, wann wir den treffen. Ich habe mir nur ein The Movie angeguckt, quasi so ein paar Gameplay-Elemente, aber nur damit die Cutscenes miteinander verbunden werden. Ich muss sagen, das war schon eine sehr coole und beeindruckende Game-Story, Videospiel-Story. Die hat mir echt gut gefallen. Das ist super. Von welchem Spiel hast du gerade geredet? Sorry. Xenoblade Chronicles. Ah. Das werde ich wahrscheinlich bald mal spielen. Also den ersten. Oder? Xenoblade Chronicles das erste. Genau. Weil es gibt ja irgendwie Xenoblade Chronicles 2, und ja. Xeno irgendwas und das ist alles nicht so leicht mit den ganzen Xenos. Cool Borders, das kenne ich gar nicht. Ich gehe jetzt mit Maschinengewehr fischen. Das war keine Absicht. Ich wollte sprinten. Ja, dann schauen wir uns mal die Angelmechanik im Spiel an. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber... Mal gucken. Angelroute. Check. Normaler Wurmköder. Check. Warte auf den richtigen Moment, um einen großen zu angeln. Wenn die Leine reißt, ist der Köder verloren. Auswerfen. Oh, wow. Habt ihr das gesehen? Das war ein Großer, der leider vorbeigesprungen ist und nicht in unsere Leine ist. Oh, Volltreffer! Das ist super. Das kann ich mich echt nicht mehr erinnern, aber das ist witzig. Vor allem, dass der wirklich so ein Schild dann an deinem Angel hängt. Ja, eine Sichel haben wir gefangen. Interessant. Und diese Musik dazu, es ist... Wunderbar. Okay, ich glaube, ich muss zwei Felder vor dem drücken, was ich eigentlich haben will. Habe ich gerade so rausgefunden. Mal schauen, ob das stimmt. Der Fallen Crusader möchte wissen, was wir von der Assassin's Creed-Reihe halten. Oder Animal Crossing. Animal Crossing könnte auch sein. Assassin's Creed habe ich den ersten Teil total faszinierend und richtig, richtig cool gefunden. Das hat mich echt total... Was? Nichts gefangen. Hat mich echt ziemlich geflasht damals. Das fand ich richtig großartig. Und den zweiten fand ich dann irgendwie ein bisschen langweilig. Was? Ich mochte, glaube ich, das Setting und den Hauptcharakter nicht mehr so gerne. Ich mochte auch im Original Animal Crossing diese Dialoge, wenn man dann seine Ziele umgebracht hat, gerne. Und das alles hat dem zweiten gefehlt. Und ansonsten war es halt irgendwie more of the same. Entschuldigung, ich ziehe mal einen Kopf an der Kabel, weil ich nicht dran denke, dass die Merlin mit dran hängt. Ah, ich hätte gern das Geschenk. Mhm. Und habe dann bei der Trilogie vom zweiten echtes Interesse verloren, weil, wie gesagt, das Setting und den Hauptcharakter fand ich nicht sehr cool, hat mir nicht gefallen. Und daraus dann eine Trilogie zu machen, war für mich so, voll blöd. Dann kam der dritte, der hat mir wieder besser gefallen. Und seitdem habe ich das Ägypten, habe ich mal nur kurz angespielt, aber gar nicht mehr wirklich eigentlich. Wobei die ja da irgendwie Rollenspielelemente eingeführt haben und sowas. Das klingt interessant, ist aber gar nicht so meins, richtig. Also ich habe
von der Assassin's Creed Reihe keinen einzigen Teil gespielt. Außer den Ägypten-Teil, den haben wir sogar wegen mir gekauft, glaube ich, weil ich den haben wollte. Stimmt, und ja, habe ihn dann ungefähr eine Stunde gespielt und habe dann irgendwie nie wieder reingespielt. Obwohl es irgendwie, ich kam halt einfach nicht dazu. Das war mehr das Problem. Ich fand den aber eigentlich ganz cool und ich glaube, dass mir die Spiele grundsätzlich gefallen würden. Weil, ja, keine Ahnung. Also von dem, was ich so gehört habe, denke ich, dass mir die grundsätzlich gefallen. Aber das sind auch so Spiele, die würde ich gerne noch mal irgendwann spielen. Ich würde gerne jedes Spiel irgendwann spielen. Und jedes Mal kommt irgendwie sowas wie Arbeit dazwischen. So ein Mist. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte einfach die nächsten 4-5 Jahre zu Hause bleiben und nichts machen und nur noch spielen. Dann hätte ich vielleicht alles nachgeholt mal. Aber es ist so schlimm. Es ist einfach so schlimm. Mich interessieren so viele Sachen, aber ja, keine Zeit. Ich bin so gespannt, was wir jetzt kriegen. Isaac Ingram. Was? Was war das? Ich hab nicht hingeschaut gerade. Haben wir eine Karte bekommen? Keine Ahnung. Egal, was man in dem Spiel macht, die Musik passt nicht. Ja, das stimmt, schaut Mr. Hawk ein. Irgendwie schon. Na gut, das passt ja gerade einigermaßen. Schauen, ob ich jetzt das gleiche nochmal kriege. Ja, mir ging es vor allem wirklich so, ich fand die übergreifende Assassin's Creed Story auch echt interessant. Mich hat das interessiert, wie es da weitergeht mit dem Übergreifenden. Und irgendwie ist ja das dann aber immer mehr in den Hintergrund geraten und also, als ich den ersten Teil gespielt habe und man wusste schon, dass es Nachfolger geben wird, dachte ich, dass man jetzt quasi durch die Zeitepochen immer mehr in die Gegenwart geht, wo man dann letztendlich dann quasi in der Moderne den Desmond oder wie er geheißen hat, spielt. Und genau. Und da habe ich mich drauf gefreut quasi. Und als dann der zweite kam und der dritte und irgendwie, keine Ahnung, habe ich das Interesse an der Reihe leider ein bisschen verloren. Wir haben einen neuen Köder, Kugelwurm. Benutzen wir den mal noch. Schiffskämpfe im dritten Teil fand ich halt richtig, richtig cool. Als ich da gehört habe, viel zu viel gedrückt, verdammt. Als ich gehört habe, dass da ein Standalone-Schiffskampfspiel kommt, war ich für einen kurzen Moment echt gehypt, weil das war das Allercoolste an Assassin's Creed 3, finde ich. Wirklich total gut. Aber dann wurde das irgendwie so ein Multiplayer-Spiel und dann hatte ich leider kein Interesse mehr. Ach so, es geht gar nicht bei jedem Angeln ein Wurm verloren. Ich verstehe. Interessant. Yeah. Ich frage mich, ob man pro Köder oder pro Angelstelle besondere Belohnungen kriegt, oder? Ein Messerwurm. Okay. Hä? Egal. Schauen wir mal auf die Uhr, wie spät es ist. 14.36 Uhr. Ein bisschen angeln wir noch ein bisschen weiter. Ist ja gerade gemütlich. Warum nicht? Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles.
Genau, und falls die Frage Animal Crossing war, dann habe ich den GameCube-Teil super lang und super viel gespielt und habe in die anderen Teile alle nur so ein bisschen reingeschnuppert und nie wirklich viel gespielt eigentlich. Bis jetzt auf der Switch. Da spiele ich das wieder wirklich viel und täglich. Ja, ich habe lustigerweise auch kein einziges Animal Crossing gespielt. Ich habe, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich, beim Sebi tatsächlich mal irgendein Animal Crossing ausprobiert. Ich weiß aber nicht mehr, welches das war. Und habe irgendwie, ja, hat es mir irgendwie nicht so getaugt. Und jetzt kam das Neue raus und hat Sebi das die ganze Zeit gespielt. Und dann war ich auch so, scheiß Animal Crossing. Und dann habe ich, glaube ich, einen Podcast gehört von Auf ein Bier über Animal Crossing, hat mir gedacht, okay, ich muss kaufen. Und jetzt habe ich 150 Stunden in Animal Crossing. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich finde das auch wirklich witzig, weil du immer total anti warst. Du hast das immer furchtbar scheiße gefunden. Und die ganze Zeit gesagt, was spielst du, so ein Scheißspiel, voll langweilig. Also nicht wirklich, aber schon so ein bisschen. Und dann und plötzlich 200 Stunden selber gespielt. So kann es gehen. So, fahren wir mal zu unserem Missionsziel. Ich glaube, jetzt können wir endlich weitermachen. Ja, genau, das neue Assassin's Creed, da gab es ja schon lange Gerüchte und jetzt scheinen die bestätigt, dass das im Wikinger-Zeitalter spielt. Ich bin gespannt, wie die da die Assassinen gegen christlichen, religiösen Kult-Story auch irgendwie reinquetschen wollen, aber gut. Wir finden einen Weg. Auf Fahr und Fall. Ja, Harvest Moon. Harvest Moon habe ich auch lang gespielt. Hey, ich glaube, ich bin falsch, oder? Nee, warte. Das könnte schon irgendwie... Frag mich, ob wir von der Straße da hinkommen, wo wir hin müssen. Aber ich glaube schon. Ich habe auf... Also am allermeisten habe ich den N64-Teil von Harvest Moon gespielt. Der erste 3D-Teil, den ich gespielt habe und einer der ersten auf jeden Fall überhaupt. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der war im Grunde der Super Nintendo-Teil in 3D. Der war super. Ich habe mir den neuen Trailer zu diesem neuen Assassin's Creed Valhalla noch gar nicht angeschaut. Das ist irgendwie... Ich habe nur mitbekommen, das ist jetzt praktisch so Wikinger-Ding. Und... Ja, es ist so, manche finden es geil, manche sind so, aber ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt, so genau. Ich verfolge es nicht so ganz. Ah, guck mal, das ist ja voll cool. Da sind jetzt wirklich schon die Ersten angekommen und warten hier auf die Versammlung. Wir können uns jetzt hier schon mit ein paar Suspects, die wir noch nicht kennen, unterhalten, bevor es losgeht. Ja, das ist doch cool. Das ist schon cool, weil wirklich auch jeder so seinen eigenen Tagesrhythmus hat und seine Aktivitäten. Ich stink zwar ein bisschen, aber reden wir mit denen. Oh nein, warum kann ich jetzt nicht mit dir reden? Alle warten, lass uns zum Gemeindezentrum gehen, Zech. Okay, deswegen kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mit denen reden. Oh yeah, ich glaube, das ist der, von dem wir die Karte vorher gefunden haben. Wie heißt er? Hey, die Fliegen werden immer mehr. Ob ich nicht vorher doch noch duschen sollte? Naja, 10 Minuten müssen wir noch totschlagen irgendwie. Ach, warum gehe ich denn überhaupt rein ins Licht? Zach, Emily arranged for people to come between 1500 and 1700. We can't do anything here right now. Let's come back at the right time. Das ist immer ein Robin Hood bei Assassin's Creed, huh?
Ja, genau. Dann stehen wir am Podest und haben riesige Ventilatoren hinter uns, dass unser Stinkgeruch den Saal erfüllt. Ich schieße einfach die Fliegen ab und dann stinke ich nicht mehr. Logischerweise. Ich gehe speichern. Das ist eine gute Idee. Nutzen wir die Zeit noch zum Speichern. Ja, wirklich. Ich bin zwiegespalten. Ehrlich gesagt finde ich das nämlich eigentlich sogar cool, dass wir die Zeit bis 15 Uhr totschlagen müssen. Eigentlich finde ich das total super. Weil dadurch waren wir jetzt angeln und haben uns ein bisschen umgesehen und Leute kennengelernt und ich weiß schon, wo die Shops sind. Und irgendwie ist das mir sympathisch. Aber gleichzeitig denke ich mir die ganze Zeit, mein Gott, kann es jetzt mal 15 Uhr werden? Das ist wie mit Schnellreisen, da bin ich auch zwiegespalten. Weil einerseits denke ich mir, ah, oh, dann verpasst man so viel und man erkundet ja die Welt dann gar nicht, wenn man einfach nur von A nach B springt und das macht doch das ganze Konzept der Open World obsolet und so. Und gleichzeitig denke ich mir dann aber, oh, wo kann ich jetzt nicht einfach dahin, wo ich hin muss? Manchmal muss einem ein Spiel dazu zwingen, dass man es richtig spielt, auch wenn man es gerne bequemer spielen würde. Ja, so wie es Final Fantasy 15 gemacht hat. Die haben einen dazu gezwungen, dass man immer mit dem blöden Auto... Nee, eigentlich fand ich sogar cool, dass die einen dazu gezwungen haben, dass man mit dem Auto dahin fahren muss. Ich mochte das irgendwie sogar. Diese Autofahrten mochte ich sogar. Also, obwohl da nicht mal großartig geredet wird oder sowas, aber sich allein die Landschaft ein bisschen anschauen und so. Ich mochte einfach die Stimmung und das Feeling von Final Fantasy XV. Ich fand das cool. Ja, und ich meine, wenn man lange Strecke vor sich hatte, man konnte ja auch einstellen, dass der automatisch fährt, dann konnte man einfach auch mal 10 Minuten schnell was anderes machen. Ja, das stimmt. Hat hier wirklich jeder sein eigenes persönliches Auto? Guck mal, es gibt so hässliche Platzhalterautos, die einfach in der Stadt rumstehen, die werden immer wieder kopiert, aber die NPCs haben wirklich ihr eigenes Auto, jeder einzelne. Und der hier ist ein anderer Charakter wie der da hinten. Die sehen sich zwar ähnlich, sind aber verschiedene Charaktere. Milkbahn, Bus, fancy Rennauto, fancy Cabrio, hässliche Platzhalterautos und der mit seinem... Wie nennt man die? Die haben doch einen Namen. Hier ist nichts Interessantes, na gut. Auf jeden Fall dachte ich, der ist der gleiche Charakter wie der andere, aber stimmt nicht. Der ist der... Oh, es ist 15 Uhr! Ja! Auf geht's. Auf zum Community Center. Ah, ist das schön. Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. Clock Tower is impressive too. Es ist schon wieder so bewölkt gewesen. Es fängt bestimmt gleich wieder zu regnen an. Und schön, dass wir auch in der Cutscene die Fliegen noch haben. Und was für Fliegen das sind, meine Güte. Die Wetterpuppe. Was? Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. Yeah, that was a tough role. That was a piece of scenery. Bright red tree. Thank you all for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl. And to bring the one responsible to justice. Unfortunately, incidents like these have a tendency to... Ist der Koch der Vater? I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents.
Please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, especially of Anna's age, please guide your children away from such places at all costs. Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story of the raincoat killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Excuse me. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Das musste mal gesagt werden. Vor allem ohne Mikrofon haben das die Leute überhaupt gehört. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach, let's ask some questions before all these guys leave. Cool. Jetzt können wir noch ein paar von denen kennenlernen. Reden wir erstmal noch mit George. Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Deswegen bin ich hier. Also, nicht unbedingt deswegen. Wir haben schon drei Fliegen. In Binding of Isaac wäre das jetzt ein Schutzschild, das uns beschützt. Oder so Auto-Attack-Fliegen gibt es auch manchmal, die automatisch angreifen. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? A tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Yes, please. This is vital for our investigation. Okay. If it's gonna help you any. Well, I'm wondering who G is now, but aside from that... Did it tell you anything? It told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? You ought to see that tattoo, Zach. A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when he got that done, but... We've all been through the 80s. Und
Na schön. Ich habe schon in der Cutscene gesehen, dass hier noch ein Kaffeebecher steht. Den nehmen wir jetzt gleich, aber erst wenn... Quite a performance. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Moore. The purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then, your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time. It is not yet mine, that is Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may that be. Informative and fruitful, you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We can force you to talk, you know. Mr. Francis York Moore, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Okay. Können wir jetzt endlich den kalten Kaffee, der da vorne wahrscheinlich schon seit Tagen steht, mitnehmen. Dankeschön. Oh, guck mal. Jemand hat die Klonfabrik wieder angeschmissen, als ich in die Stadt gekommen bin. Anscheinend. Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. Unsere Katze, die Zelda, und der Kater, der Neue, der Gannon, liegen jetzt gerade gemeinsam in dem Karton hinter mir und kuscheln sich zusammen. Das ist ungewöhnlich, weil die beiden sind eigentlich totale Streithanseln. Die geht schon, die vertragen sich schon, aber zusammen schlafen ist schon was Besonderes jetzt gerade. Das ist cool. Okay, mit denen kann ich nicht reden. Die sind ungefähr... Guck mal, es sind wirklich... Die haben nicht mal versucht, die ein bisschen auseinanderzusetzen. Die ganzen Klone sitzen direkt nebeneinander alle. Das ist super. Ja, guck, da hast du vorher nicht hingeguckt wegen den Katzen. Aber hier sind sie gleich drei. Vielleicht sind die alle miteinander verwandt. Ja, aber... Vielleicht sind das Brüder ich mein, und Schwestern. Das ist so eine abgelegene Kleinstadt. Ja, eben. Vielleicht sind hier alle so ein bisschen miteinander verwandt. Das kann schon sein. Also, das auf jeden Fall. Aber vielleicht sind das wirklich irgendwie... Eineige Zwillinge. Drillinge. Jirlinge. Reden wir mal mit denen, die Namen und eigene Gesichter haben. Good evening, Agent. Der schlaflose Friedhofsrichter. Good evening, Mr. Brian. The Gravekeeper. Brian. Mr. Brian. I like the retro look. Auditioning for... Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad. So sad. I totally agree. That's why I'm here. Looking for the one who did it. Were you close to her? Anna. Her smile. So warm. Anna, blonde hair, so bright. Okie doke. Yep. Not creepy at all. There's a graveyard somewhere in town, Zach. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out. Ich hatte gerade eine Fehlermeldung, dass 10% der Frames in den letzten 2 Minuten gedroppt sind plötzlich. Ich hoffe, das war ein einmaliges Erlebnis und jetzt gibt wieder alles.
Weißt du was? Ist in der Richtung auch noch jemand? Eine Medaille. Und da ist tatsächlich jemand. Ah, das ist doch die Schwester vom Polizisten-Guy. Und Zigaretten. Die packen wir in unseren Kasten. Stimmt eigentlich. Was machen eigentlich Zigaretten? Wahrscheinlich kann ich damit jetzt wirklich die Zeit vorspulen oder sowas. Und ich habe nur nicht geguckt. Leuchtsignal. Nach dem Abschießen wird sofort ein Streifenwagen zur Verfügung gestellt. Das ist auch nicht schlecht. Wenn man sie raucht, merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ah, Zigaretten zum Zeitvergehen lassen. Und irgendwer hat noch geschrieben, in Metal Gear Solid 5 müsste man jetzt einfach eine rauchen. Dammit. Naja, jetzt wissen wir es. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead, even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one, and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face. Always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. Creepy. Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest. A goddess. Wie läuft denn der Stream gerade bei euch? Ich krieg gerade öfter Fehlermeldungen und im Kontrollstream habe ich immer wieder kleine Standbilder. Kann das sein? Ist das nur bei mir so? Oder sonst starte ich mal schnell neu alles. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Irgendwas stimmt nicht. Something's wrong. Ein bisschen leckt schon wieder bei mir. Ja, okay. Dann starten wir kurz neu. Machen wir vielleicht ganz kurz Pause gleich, wenn wir schon dabei sind. Dann starte ich auch den Rechner komplett neu, damit wir möglichst viele Fehlerquellen beseitigen. Und dann geht es in 5 Minuten hier gleich wieder weiter. Jo, bis gleich. Der Ton bleibt. Na, immerhin, das ist schon mal gut. Das finde ich schon mal gut. Aber trotzdem, 5 Minuten Pause.